Der fünfte Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Das zweite Heimspiel für die Iserlohn Roosters und der Gegner kein geringerer als der deutsche Meister EHC Red Bull München. München legt stark los in die Partie. Cahun mit diesem Zucker-Rückhandpass vor das Tor von Sebastian Dahm. Und da steht ein Ex-Iserlohner goldrichtig, nämlich Mats Christensen, und markiert nach gut 1,5 Minuten im Spiel das 1:0 für München. Dann sind 10,5 Minuten gespielt. Puckverlust der Iserlohner in der neutralen Zone. Pinisotto vorbei an Larsson, der Querpass und das 2:0 für München. Klasse vorbereitet von Pinisotto. O'Coin, der Torschütze. Hier nochmal in der Zeitlupe gut zu sehen. Unstimmigkeiten bei Iserlohn. Und München markiert das 2:0. Dann Überzahl für die Gastgeber. Diese Chance hier von Jespers und danach Neuzugang Chris Brown am langen Pfosten. Und das war richtig knapp. Hier zu sehen, der Puck landet am Pfosten. Es bleibt beim 2:0. Kurz vor dem Ende dann des ersten Durchgangs. Wieder Iserlohn. Brown mit diesem Fehlpass in der neutralen Zone. Wieder Pinisotto. Der Schuss und das 3:0 zum Abschluss der ersten 20 Minuten. So einfach hatte es München im ersten Drittel. Hier nochmal zu sehen. Keine Chance für Sebastian Dahm. Jari Paasanen, Iserlohns Coach, spricht mit seinem Team. Zunächst aber hat München Überzahlspiel im zweiten Drittel. Der Schuss, Scheibenverlust und dann Christopher Fischer. Zunächst mit dem Schuss, dann hält Leccio und im Nachfassen Fischer von hinter dem Tor schießt den Münchner Torhüter an. Hier gut zu sehen. Und von da prallt der Puck ins Netz. Ein Tor in Unterzahl für Iserlohn. Das 1:3. Hoffnung kommt auf bei Iserlohn. Allerdings München dann wieder in Überzahl. Michi Wolf, der Ex-Iserlohner. Und der macht das 4:1 in Überzahl. Klasse wieder rausgespielt über Seidenberg. Der Querpass von Cahun. Und Michi Wolf fackelt nicht lange. 5 Minuten noch im zweiten Durchgang. Wieder München. Frank Mauer mit diesem Schuss. Und der sitzt. Sebastian Dahm sieht nicht so gut aus bei diesem Gegentreffer. München schraubt das Zwischenresultat auf 5:1 nach oben. Der letzte Durchgang. 1,5 Minuten gespielt. Hinter dem Tor Salmonsson, Rückhandpass und der Schuss von Neuzugang Justin Florek. Sein 2. Treffer in dieser Saison. Das Ganze in der 42. Spielminute. Und Iserlohn steckt nicht auf. Nur kurz darauf. Dieser Schuss und plötzlich landet der Puck im Netz. Kumps, ein weiterer Neuzugang bei den Roosters, fälscht ab und es steht in der 44. Minute nur noch 3:5 aus Sicht der Gastgeber. Noch gute 11,5 Minuten zu spielen. München in doppelter Überzahl. Die Scheibe kommt zu Seidenberg. Der schaut, der legt quer. Jeffrey ist da, aber der Puck in der Fanghand von Sebastian Dahm. Ein Weltklasse-Save des Torhüters aus Dänemark. Hier nochmal zu sehen, Jeffrey hat das leere Tor vor sich und Dahm hechtet drüber. Glanzparade. Noch 6,5 Minuten zu spielen. Blaine Down mit diesem schönen Pass rüber für Jake Weidner. Doch der verpasst es, für Iserlohn das 4. Tor zu erzielen. Stattdessen die letzten Sekunden. Michi Wolf kommt an die Scheibe und netzt ein ins leere Tor. Der Endstand 6:3 und wir hören die Stimmen zum Spiel. Ich denke, wir haben uns viele Chancen erarbeitet. Das hat schon gut ausgesehen nach vorne. Wir müssen hinten konsequenter spielen und nicht so viele Chancen dem Gegner geben. Gerade Mannschaft in München mit der Klasse, die nutzen das eiskalt aus. Ich meine, es war sicherlich ein gutes Spiel von uns. Das Powerplay hat auch funktioniert. PK war auch ganz gut. 5 gegen 5 war es über weite Strecken auch gut. Ein paar Mal haben sie uns gut auskontert, dieser Lohn, aber das macht sie ja stark. Und ja, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit unserer Leistung heute.
Christopher Fischer und Konrad Abelshauser mit dem Fazit zum Spiel, zum besten Spiel vielleicht der Münchner bislang in dieser Saison.